In diesem Tutorial geht es um eine neue Reihe, und zwar nennt sie sich Smartphone-Einsatz. Sie machen einen Ausflug ins Grüne und stellen fest, das ist doch wohl eine tolle Gegend, und da die Attraktion hier eine Wassermühle, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, unsere Busfahrt dahin zu gestalten. Und zwar fällt ihnen dann auch noch auf, wo sie weiter vorgehen, dass es auch Prospekte gibt und da stehen viele Sachen drin, und das würden sie dann eben mit hineinnehmen. Ich blätter noch einmal kurz durch. Da sind also verschiedene Veranstaltungen, Busfahrten, die da angeboten werden, und sie möchten einfach nur das Interesse der Vorfahrtgruppe dafür begeistern, dass man da vielleicht hinfahren könnte und sich etwas auszusuchen. Und jetzt waren sie bei der Mühlenfahrt dabei, mit einer anderen Gruppe vorher schon mal, und sie haben diese, wo sie an der Wassermühle waren, das haben sie einen kleinen Film gemacht und ein paar Fotos und möchten das auch noch mit dazu beisteuern, damit man das alles einbringen kann. So, das war das. Jetzt gehen wir dazu über und schauen einmal, was wir da für Filme gemacht haben. Ich habe diese Filme jetzt zum Beispiel, ich schau mal eben, das war die Mühle, ja, wo es anfängt, das war am 8.5., ja, Moment, da habe ich sehr viele gemacht, und sie könnten praktisch nacheinander in mehreren E-Mails, könnten sie praktisch dann diese Bilder in einem anderen zukommen lassen, und zwar wenn sie eine E-Mail schreiben und würden dann zum Beispiel, das wäre jetzt ein Film davon, ich zeige Ihnen einmal kurz, ich hoffe, dass, ja, ne, das ist nur ein einzelnes Bild, das sind im, so muss ich es machen, ja, ich das noch etwas vergrößern und mal ranholen, ich hoffe, dass es deutlich ist, nur der Arm ist zu kurz, also mache ich doch noch mal etwas zurück, so, und mache das lieber etwas ran. So, dann haben sie so Bilder gemacht, ich drehe noch mal, damit man es besser sieht, was da eben los gewesen ist. So, und diese Bilder, die senden sie eben dann jetzt dorthin, hier ist ein Film zum Beispiel, und sie wählen praktisch erstmal, damit man einen besseren Eindruck hat, alle Bilder einmal aus und würden die im Anhang einfügen. Sie können natürlich auch vorher diese Person einmal anrufen, aber wenn Sie diese Person eben jetzt nicht erreichen und auch nicht belästigen möchten, dann reicht es natürlich, wenn Sie ihr eine E-Mail schreiben und im Anhang das anhängen und die Kurzinformationen im Betreff, dass sie eine Fahrt gemacht haben, ob das nicht was für uns wäre. Das ist hier zum Beispiel die Person, die uns die ganze Mühle erklärt hat. Das ist ein Verein und der führt diese Mühle. Und ja, da haben wir dann Kaffee getrunken und haben ein paar Brötchen bekommen. Jetzt habe ich nur leider vergessen, die Räumlichkeiten zu fotografieren, wo wir den Kaffee getrunken haben. Das machen die Personen dann selber. Und weil keine Bewirtung in der Mühle als solche ständig vorhanden ist, das ist nur, wie gesagt, der Mühlenverein von Ostwestfalen, der 29 Mühlen, Wind- und Wassermühlen hat. Und das fand ich doch recht ansprechend. Und wie gesagt, wir waren mit einem Bus da und in den Räumlichkeiten, in dem Gastraum, da könnten also bequem, hier wird Öl, also Walnussöl machen sie, wird da hergestellt, und die Nüsse, die werden angeliefert und werden dann von Hand geknackt. Da müssen auch Freiwillige melden sich dafür von diesem Mühlenverein. Das ist also eine sehr interessante Sache. Das ist der Teich, aus dem das Rückstaubecken, aus dem das rausfließt. Und das sind so einige Aufnahmen oben in dieser Wassermühle. Ja, hier wäre dann zum Beispiel schon wieder der nächste Ausflugteil von dieser Busfahrt. Der ging dann zu einer Gaststätte hin, wo wir Spargel
gegessen haben, ein sehr schönes Lokal mit sehr großen Räumen, die aber abgeteilt werden können in kleinere Teile, sodass also nicht nur ein Bus, sondern auch mehrere Busse dahin fahren können, und eine super Bewertung und hat wirklich super geschmeckt. Das ist dann hier die Möglichkeit, wo man sich raussetzen kann in dieser Gaststätte oder Speiselokal. Das war der Bus, wo wir mitgefahren sind. Und den habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, dass man so einen Eindruck kriegt. Da war auch gleichzeitig zwei Büsse waren da in zwei verschiedenen Sälen und noch gleichzeitig eine Hochzeit, die also alles getrennt stattfand. Und das war also von den Möglichkeiten sehr schön da. Und ja, das ist meine Frau und die Busse hier. Und das bin ich, wie ich da fotografiere, den Hund, und ich spiegel mich halt selbst da drin. So. Und all diese Dinge, hier ist ein Rundblick über die Gegend da im Wiehengebirge, über das ganze Gebirge, und inwiefern man das dann gebrauchen kann, das muss man dann gucken. Ich habe dann alles noch fotografiert. Hier sind wir bei einer Modenshow dann anschließend hingefahren und haben dann schon wieder Kaffee gekriegt. Also es war ein reiner Fressdach, kann man fast sagen. Also wer da noch Hunger hatte, war selber schuld. Es hat überall sehr gut geschmeckt und die Modeschau war auch sehr schön. Das ist dann auf der Rückfahrt schon, wo wir dann zur Autobahn A2 wieder hingefahren sind. Und das war der Ausflug. Da, ich drehe das mal. Das habe ich übrigens dann gezeigt, dass man das auch drehen kann, ohne das Handy zu drehen. So, jetzt sehen Sie, das ist verkehrt. Und ich kann das auch so, kann das auch so drehen. Das habe ich aber bisher nur festgestellt, dass das bei diesem Programm so ist. Sodass Sie dann sehen können, praktisch, das war unsere Fahrt, Ausflugsfahrt nach Ostwestfalen. Da 11 Uhr Besichtigung der Wassermühle mit Führung und Frühstück, 12.45 Uhr Mittagessen im Haus Flores, Spargelbuffet, Buffet mit Vorsuppe, frischen Spargel, Schinken, Schnitzel, Rührei, Salzkartoffel, zerlassene Butter und Sahne und Soße. Ja, Butter und Soße, Hollandaise. Dann um 14.30 Uhr sind wir weitergefahren und hatten genügend Zeit, halt da auch an Ort und Stelle da auch einen kleinen Verdauungsspaziergang zu machen. Und dann war um 14.30 Uhr war die Modenschau und Kaffee trinken bei Modetreff Oldemeyer mit Einkaufsmöglichkeiten. Da haben sie mich doch überredet, dass ich da einen als, wie nennt sich das, Gudrun? Was ich da gemacht habe, Model oder was? Mode vorgeführt, haben sie mich überredet. Da habe ich versucht, das irgendwie doch scherzhaft irgendwie auch mitzugestalten, dann ein paar Witze zu erzählen und solche Sachen. Also die Kosten waren da, die ganze Planung machte eine nette Dame, aus, eine 85-Jährige aus Hessen, die also eine Gruppe, bunt zusammengewürfelte Gruppe, schon seit 20 oder 25 Jahren leitet. Und die, da durften wir mitfahren, weil inzwischen doch nicht mehr so viele Mitglieder da waren. Vorher waren 50, jetzt sind es nur noch 25. Inzwischen sind halt doch viele verstorben. Und dadurch konnten wir von der Zwargruppe Bockumöffel mitfahren. So, das war nochmal das so. Und jetzt geht es darum, Sie möchten jetzt diese ganzen Sachen möchten Sie versenden. Ich gehe jetzt zurück zu dem Ordner und Sie sagen jetzt, ich mache jetzt absichtlich nur ein Bild, und Sie sagen dann eben, dieses Bild, das möchten Sie teilen, und wie Sie das teilen möchten, das wählen wir aus. Hier oben ist ja dieses Teilen-Symbol. Da drücke ich einmal drauf. Da. So, jetzt gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich teilen kann. Über Bluetooth direkt auf das Gerät meines Nachbarn. Geht auch. Habe ich schon ausprobiert. Klappt. Oder ich kann per E-Mail etwas versenden. Und das will ich jetzt einmal machen. Ich gehe auf GMX-Mail. Da habe ich mein Konto und ich E-Mail-Konto, kostenloses. Und von da aus versende ich das jetzt einmal. Ich wähle jetzt einmal das Passwort, das habe ich jetzt nur hier drin, damit nicht jeder auf mein E-Mail-Konto zugreifen kann. Das ist jetzt so. Und jetzt sage ich an Betreff Ausflug aus
Ausflug. Ausflug, so. So, an. Da machen, nehmen wir einmal Go. Da ist meine E-Mail-Adresse von von Digitale Welt, SOVD, und von der ich immer was versende. Und da sende ich das hin, damit ich das weiterreichen kann. Und das war das auch schon. Jetzt kann ich noch einen Text hier noch dabei schreiben, bin ich aber im Moment nicht dran interessiert, weil ich wollte das nur kurz, soll nicht so lang werden, das Video. Und hier unten steht eben genau das Bild, was ich eingefügt habe. Ich hätte auch mehrere Bilder nehmen können, bis 30 Megabyte oder bis 10 oder 3 Megabyte. Ich weiß nicht, wie viel Bilder man da anfügen kann. Und das ist unterschiedlich, je nach E-Mail-Kontoanbieter. Also die kostenlosen Anbieter haben zum Teil bis zu 20 oder 30 Megabyte, was man an einem Schwung rüber schicken kann. Und wenn nicht, wenn das nicht ausreicht, schreiben Sie mit Ausflug 1 als E-Mail, Ausflug 2 als zweite E-Mail, Ausflug 3 als dritte E-Mail. Und dann weiß derjenige, dem Sie das zusenden, schon Bescheid. Jetzt gehen Sie auf Senden. So, und dann wollen wir mal sehen, was er macht. Also das Handy ist ziemlich voll. Und jetzt wollen wir mal schauen. Ja, deswegen dauert das halt relativ lange, bis das rüber versandt wird. Und Nachricht wird im Hintergrund versendet. Und jetzt warten wir einmal, bis das geschehen ist, dass wir auch sicher sind. Und dann schauen wir anschließend unter beim Empfänger nach, ob das angekommen ist, und tun dann so, als wenn wir der Empfänger wären und beziehungsweise Sie der Empfänger sind und Sie würden diese E-Mail erhalten und würden sich das alles dann anschauen, was Sie da von Ihrem Bekannten oder Ihrer Bekannten erhalten haben von dem Ausflug. Das kann natürlich auch sein, dass Sie bestimmte, ich breche das mal ab, es kann auch sein, weil das wird im Hintergrund trotzdem versandt, es kann natürlich auch sein, dass Sie von Ihrem Bekannten auch, dass er auch noch Bilder, noch irgendwelche Prospekte gefunden hat, und die kann er natürlich auch abfotografieren mit dem Smartphone und würde das dann genauso gut als E-Mail-Anhang Ihnen zusenden, sodass Sie dann daraus im Folge ein Video zusammenstellen könnten, was als Orientierung dient, wo Sie hinfahren wollen bei der nächsten Busfahrt, die Sie vom Verein unternehmen, und das könnten Sie dann auf YouTube setzen, auf einem Adresse von YouTube, dass Sie einen Kanal da haben, was auch kostenlos ist, und dann könnten Sie allen Personen, die an dieser Fahrt interessiert sind, könnten Sie eine E-Mail mit einem Link schicken. Das habe ich auch ein Video, gibt es ja extra für. Und damit könnten Sie dann diesen Personen die Möglichkeit schaffen, dass sie sich anschauen könnten, wo die Fahrt hingeht. Und dann das Interesse damit wecken. So, jetzt wechseln wir noch einmal. Ich gehe noch ganz zurück bis auf dem Home-Bildschirm. Und jetzt gehen wir einmal auf der App web.de. Mail. Web.de. Das dauert ein klein wenig, weil er so voll ist. Auch hier habe ich das abgesichert mit einem vierstellige PIN-Nummer, und sobald die richtig ist, dann öffnet er die Seite und kein anderer kann eben da drauf, der das, diese PIN nicht weiß. Dann kann da Unheil mit anrichten, dass er von mir in meinen Auftrag, so erscheint es dann für die anderen, erhält einer eine E-Mail, und das bin ich gar nicht, die das möchte. So, jetzt haben wir hier eine E-Mail erhalten. Das wäre dann bei Ihnen der Fall. Da steht eben als Absender die Person, die das abgesendet hat. Und hier steht dann drin die E-Mail. Und das andere, was hier unten steht, das ist die Signatur, die derjenige, der es absendet, wenn er eine E-Mail schreibt, wird das unten automatisch immer angefügt, die Signatur. Und ich habe eben da eine angepasste Signatur. Und jetzt wollte ich mir einmal anschauen, ob was da im Anhang denn ist. Und das wäre dann eben diese Datei. Da gehe ich entweder auf Lokal speichern oder auf Öffnen. Und wenn ich auf Lokal speichern gehe, dann wird das runtergeladen und ist im Download-Ordner. Und da können Sie das dann runterladen und bearbeiten. Entweder auch auf dem Smartphone, was auch möglich ist. Es gibt da Bildbearbeitungsprogramme sogar, also Apps. Die Programme nennen sich ja beim Smartphone Apps.
Und damit können Sie auch Filme schneiden und Bilder zusammenfügen. Alles das geht natürlich auf einem Tablet mit einem größeren Bildschirm noch besser. Ich nehme jetzt einmal QuickPic, weil ich weiß, dass das schneller ist bei der Bilddarstellung. Und jetzt wollen wir einmal schauen, ob das dargestellt wird. So, das wäre jetzt das Foto, was ich eben zufällig da geschickt habe. Und stellvertretend für alle anderen Fotos und so, was hier da ist. Und das könnte ich mir dann angucken, um was es sich da handelt. Das ist die Aufnahme hier von einem, nennt sich das so ein Infokasten, der direkt an der Wiese da steht von der Wassermühle. So, das ist nur als Anbieter. So, damit möchte ich das Tutorial beenden, denn es geht ja nur darum, Einsatz, Smartphone-Einsatz und was daraus werden kann als Anmerkung. Da geht unser Ausflug hin. Und wer mitfahren möchte, so schön ist es da. Das war das Tutorial. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.